Hallo zusammen, ich habe hier, das ist kein Scheibenwischermotor, das ist ein Motor von meinem Opel Rocks, den habe ich jetzt bekommen, obwohl ich das eigentlich nicht dürfte, aber ich habe den Opel, die Werkstätte überzeugt, dass ich den jetzt kurz leihweise kriege, dann kann ich euch den zeigen. Mehr ist da nicht dran, das ist noch der Zahnriemen. Ich habe hier die Verpackung, die hier drin ist. Der wurde also 24.04. habe ich ein Video gemacht. Jetzt einen Monat her ging der Opel Rocks Motor, der hier, defekt. Hat nur noch ein bisschen hin und her geruckelt, mehr nicht. Vielleicht habe ich den falschen Strom getankt, weil ich fahre ja mit vorwiegend Atomstrom. Gut, kann sein, weiß es nicht. Ich habe mich dann gemeldet bei einer Hotline von Opel. Dann ging es los. Die haben mir gesagt, ja, wir schicken jemanden vorbei, so einen gelben Engel oder sonst was. Sonntagabends um 10 rufen dann die nochmal an, sie müssen mich jetzt abschleppen. Sag ich, ja, aber könnt ihr Montagmorgen machen. Ich bin schon fast im Bett. Montagmorgen ruft wieder einer an. Ja, kommt vorbei, sei in 10 Minuten, Viertelstunde bei mir. Ja, war dann wirklich so ein gelber Engel oder vom TCS, weil das Auto stand zu dem Zeitpunkt in der Schweiz, obwohl ich eine deutsche Nummer dran habe. Ja, der hat gesagt, jetzt, er kann sowieso nichts machen, entweder abschleppen zum nächsten Umpelhändler, der ist hier im Dorf, oder aufladen und abtransportieren, auch zum Opelhändler im Dorf. Na gut, wir haben den abgeschleppt, das ist kein Thema. Dann ging es los, der Opel-Händler hat noch nie so einen Motor ersetzt. Den musste er also zuerst anfragen, ob er diesen Motor ersetzen darf. Ist wirklich. Hier hinten habe ich zwei Schrauben, die muss er auch ersetzen. Ich habe hier drüben das 48 Volt Anschluss und hier habe ich irgendwo einen Stecker für wahrscheinlich das Signal von diesem Ding. Und der Zahnriemen, aber der fällt, Zahnriemen, Flachriemen, so ein Gummiflachriemen, der fällt dann aber weg, wenn der Motor runterfällt. Er hat dann einen Motor bestellt, das ging 2 Wochen, etwa. Also Bewilligung musste er haben zum Wechsel, da hat er bestellt, das ging 2 Wochen. Und dann gab es noch die Anleitung für, dass der Riemen auch getauscht werden muss. Also das ist jetzt der alte, nur der hat ja 1900 Kilometer. Also der geht eigentlich nicht kaputt. Ja, und jetzt habe ich den Opel wieder. Er fährt so wie vorher. Immer Vollgas, weil habe ich einen falschen Strom getankt. Fahre immer mit Atomstrom. Und jetzt schauen wir weiter. Also bis jetzt läuft das Ding. Ich würde ja da Opel wieder kaufen. Tut's für mich da zum Znüni holen und ins Lager fahren und sonst irgendwas. Einfach so betrieblich rundherum fahren, mal ins Dorf fahren, auf die Post oder zum Bäcker oder sonst irgendwas. Für das tut's das Teil. Ich sag mal, im Umkreis von 5 Kilometer ist das Auto absolut okay. Ich habe jetzt 2000 Kilometer drauf. Ja, das ist die Sache vom Motor. Hier verlinkt, nee, hier habe ich Batterien aus meinem Sortiment. Neu habe ich die Saftkiste. Da mache ich ein Video über die Saftkiste. Hab ich eins gemacht, verlinke ich euch hier. Und das sind die eigenen Batterien. Und hier unten mache ich euch das Video von dem Motorschaden. Und wenn euch das interessiert, das Fazit vom Opel nach 1000 Kilometern, das habe ich hier verlinkt. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.